Hey Leute, willkommen zu einem Vlog. Wie du mich anguckst. Na, auf jeden Fall, das ist jetzt der zweite und letzte Tag in Köln und ja. Ach stimmt, ich wollte euch noch die Wohnung zeigen. Das kann ich gleich auch noch machen. Und Jorena und ich nehmen gleich noch ein Video oder zwei, mal gucken. Dann müssen wir auch schon wieder auschecken, weil es gleich 11 Uhr ist. Und dann gehen wir noch in die Stadt, nach Köln und gehen dann noch shoppen. Ah ja, Jorena hat sich gestern erstmal ein Kinderticket gekauft für die Zugfahrt, anstatt ein normales Ticket. Mich regt das immer so auf, wenn man das Ticket dann gar nicht braucht. Also ich hasse das so, wenn man extra 4 Euro für so ein scheiß Ticket oder Jorena 2 Euro, muss man es nicht mal zeigen, das regt mich so auf. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Wohnung. Okay Leute, also das ist jetzt unser Zimmer, unsere Wohnung, wie auch immer. Und ja, unser Bett ist nicht gemacht, aber wir müssen auch gleich jeden Augenblick auschecken. Ja, sieht man. Und ja, wir haben gestern noch eine DVD geguckt. All die Leute hier sind so mega nett. Der hat uns einfach noch einen DVD-Player gebracht. Um 10 Uhr abends. Und ja, hier haben wir noch so eine kleine Küche, was auch eigentlich mega praktisch ist. Ich bin gerade über meinen Rucksack gestolpert. Und hier haben wir noch ein Bad, was auch mega chillig ist. Keine Ahnung, wir haben auch nicht mehr so viel dafür bezahlt. Und für den Preis geht das echt mega fit. Und ja, Statement, Jorena. Findest geil du die Wohnung? Geil. Wir haben zwar nicht mal den ganzen Tag in dieser Wohnung verbracht, aber wir waren nur so für ein paar Stunden eigentlich hier. Mhm. Das ist voll unnötig. Also Leute, unsere Videos sind jetzt aufgenommen, beziehungsweise meine. Jorena darf jetzt erstmal ein richtig geiles Bett machen. Alter, schön. Meins ist natürlich schon gemacht. Ist es das? Wenn du das jetzt zerstörst. Junge. Wohin habe ich so eine Freundin verdient? Du machst das wieder, ne? Ich mach das nicht. Alter, das sah so schön aus und du hast es einfach versaut. Mit so einer habe ich in einem Raum übernachtet. Übrigens, Grüße gehen raus an Niklas, den Ehrenmann, der gestern einfach voll viel Capri-Sonne mitgebracht hat. Und ich habe einfach ein Autogramm, aber ich kann das nicht mitnehmen, weil das zu fett ist. Und ich nehme jetzt, glaube ich, alle Capri-Sonne einzeln mit. Willst du eine haben? Gut, dann trinken wir gleich eine. Me, I holler out loud cause I'm crying out in agony. I just wanna help people, yeah. Cause we all just equal, and we all just fearful, those who deceitful, yeah. But if we all just work hard, yeah, and we let down our guards, yeah, we can open up our hearts. Hallo Leute. Also wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Oh scheiße, wir müssen uns gleich noch ein Ticket kaufen. Und wir müssen gucken, wann überhaupt eine Bahn fährt. Guck mal nach gleich. Oh. Ich habe hier nie Internet, weil ich nur 400 MB habe. Und keine 12 Uhr wie du. 20 Gigabyte, okay. Also wir sind jetzt mittlerweile in der Bahn. Statement. Geil. Life was always my favorite sound. No, I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares. Every day it felt so real. I couldn't get enough. You're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up. Also Leute, wir sind jetzt in Köln angekommen. Jetzt gehen wir erstmal zu McDonald's. Dann gehen wir ins Schatten, weil wir mega Hunger haben und den ganzen Tag nichts gegessen haben. Und 1 Uhr ist es oder so. Ja. Lecker. Die ganze Zeit shoppen, wir haben einfach gar nichts gefunden. Ich sehe so fertig aus und ich bin auch mega müde. Und ja, wir haben noch knapp eine Stunde ungefähr. Und ja, ich habe keine Lust mehr. Wir machen gerade Bilder. Und Jorena ist gerade am Abgänzen. Warte gleich, nein, nein, ich muss es nicht zeigen. Das ist noch nicht mehr. Nein. Ja, auf jeden Fall machen wir noch ein paar Bilder und dann muss ich gleich auch schon los. Nein. Dieser Moment, wenn da ein Flashmob ist und jeder mitmachen wollt, aber Sarah euch nicht lässt.
remind us who we are. Take me away, off to a much better place, off to a much better state. Take me away, honestly, out of this space, honestly, out of this place. Oh yeah, now wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Making a stack, then I'm making a wreck, and I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, no, you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Didn't believe, now you see me on track. Keep up with me, cause I never look back. Used to know me, but I'm not like my past. Reinvent me like you wish. Okay, Leute, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Für euch ist es nur so ein kleiner Zeitsprung, aber für mich ist es über einen Monat her. Zwar hatte ich mega viel Pech beim Zugfahren in Köln, um hinzukommen und um zurückzukommen. Das ist, glaube ich, im Video gar nicht so wirklich klar geworden. Das war alles so behindert einfach. Weil erstmal musste ich dahin fahren, da konnte ich durchfahren. Ich war so glücklich, dass ich so, ja, okay, schön durchfahren, man hat keinen Stress, muss keine Angst haben, dass man irgendwie einen Zug verpasst, einen Anschlusszug oder so. Ich war so glücklich darüber. Was ist, ich war gerade in Meppen angekommen, dann hieß es so, dass sie irgendwelche technischen Probleme hatten, dann sollten wir warten. Und die Leute, die umsteigen müssten in Münster, die sollten den nächsten Zug nehmen, die Westfalenbahn, und dann nach Münster fahren. Aber wir sollten halt sitzen bleiben. Und dann haben wir knapp eine Stunde gewartet, oder fast eine Stunde gewartet, und dann hieß es so, dass die technischen Probleme doch schwerer sind als gedacht und dass wir auch mit der Westfalenbahn jetzt nach Münster fahren müssen, von da aus weiterfahren müssen. Das war so dumm, ich habe mich so verarscht gefühlt, weil man hätte ja auch eine Stunde eher schon da sein können. Dann konnte ich warten, bis die Westfalenbahn kam und von da aus dann nach Münster. Und der Kontrolleur in der Westfalenbahn, der tat mir so leid, weil so viele Menschen, die mega angepisst waren, mussten mit dem Zug weiter und dann die Anschlusszüge da rausgesucht und so, weil die ja alle richtig viel verpasst hatten. Und der ist trotzdem die ganze Zeit ruhig geblieben, ist bei jedem stehen geblieben, obwohl denen das ja hätte egal sein können, weil Westfalenbahn und Deutsche Bahn, das ist ja was komplett anderes. Und dann hat er trotzdem noch die ganzen Anschlusszüge und so für die rausgesucht, was ich auch mega nett fand, und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall war ich schon mega angepisst, weil ich knapp 2 Stunden zu spät kam. Ich glaube 1 Stunde und 50 Minuten, auf 45 Minuten. Und genau ab 2 Stunden bekommt man noch mehr Geld zurück. Man bekommt ja ab 1 Stunde schon Geld zurück und ab 2 Stunden noch mehr. Da dachte ich auch so, ja, wow. Ich hätte ja auch 15 Minuten später ankommen können, weil auf die 15 Minuten hätte ich dann auch nicht mehr angekommen. Und da fand ich das schon lustig, als mein Zug angehalten ist und ich stand an der Tür und ich bin genau da angehalten, wo Marc und Jurena standen. Das war auch richtig lustig. Und das ist halt mega belastend, wenn man sich so denkt, okay, ich kann durchfahren. Und da muss man doch 2-mal umsteigen und Ewigkeiten warten. So, dann am nächsten Tag hatte ich ja einmal, hätte ich nur 5 Minuten oder 4 Minuten Zeit gehabt, um umzusteigen in Dortmund. Was ist, als ich in Köln war, ich so zu Jurena, ja, Jurena, wir müssen jetzt mal los. Und dann auf einmal gehen wir so zu Mc's, weil wir noch kurz was essen wollten, auf dem Fernseher, wo die ganzen Fahrten und sowas rausstehen. Ich so, warte mal, Jurena. Dann meinte ich so, ja, als ob meine Bahn jetzt 70 Minuten Verspätung hat. Und dann dachte ich schon so, Alter, weil meine Anschlusszüge konnte ich ja komplett vergessen dann. Jurena musste ich wieder zur Bahninfo gehen. Dann meinte sie so, ja, hä, warum nimmst du jetzt nicht einfach den und den Zug? Ich habe keine Ahnung vom Zugfahren, ich fahre nie Zug. Da erwartet sie direkt so, dass man weiß, in welchen Zug man gehen muss. Und dann fragt sie mich noch so, ja, hä, warum haben sie überhaupt die und die Fahrt genommen? Dann meinte ich so, ja, weil die am günstigsten ist. Meinte sie so, dass viele den Fehler machen. Aber wenn das so ein Fehler ist, warum wird das denn überhaupt angeboten? Also, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war es das mit dem Vlog. Irgendwie war es echt, wenn es ums Zugfahren geht, echt so ein richtiges Durcheinander. Aber ich wäre ja trotzdem noch zu Hause angekommen, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem irgendwie gefallen. Aber heute war es echt ein bisschen chaotisch alles. Und generell habe ich nicht viel gefilmt, weil ich keinen Plan hatte, was man beim Shoppen großartig filmen soll. Weil da machen wir dauernd das Gleiche. Und ja, besonders was anderes haben wir dann auch nicht mehr getan. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem noch irgendwie gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.